Der fünfte Satz. Wir öffnen aus der Ausgangsposition die linke Hand und stoßen sie flach über die Mitte auf die rechte Seite, bis zur Außenkante der Schulter. Die linke Hand vor die Brust führen. Die rechte Hand bleibt am Körper. Jetzt die linke Hand zum Handkantenstoß nach vorne führen. Die Hand öffnen, so dass die Handinnenfläche zum Himmel zeigt. Anschließend zirkeln und vom Ellenbogen aus zum Körper zurückziehen. Wir wiederholen mit dem rechten Arm. Stoß mit der rechten flachen Hand über die Mitte zur linken Seite. Rechte Hand vor die Brust. Linke Hand am Körper. Handkantenstoß mit der rechten Hand. Die Handinnenfläche zeigt zum Himmel. Zirkeln und zum Körper zurückziehen. Auch der sechste Satz beginnt in der Ausgangsposition. Die linke Hand öffnen, die flache Hand über die Mitte vom Ellenbogen aus nach vorne schieben. Den Ellenbogen vor die Körpermitte bringen, eine Faustbreit Abstand zum Körper. Die Hand klappt zur Seite mit der Handfläche nach innen. Nun den Ellenbogen sinken und dabei das Handgelenk nach vorne unten schieben. Das ist ein Jamsau. Ihr klappt nun den Ellenbogen nach außen und das Handgelenk nach hinten auf die rechte Brustlinie. Der Arm hackt nach außen, bis zur Hüftaußenkante. Die linke Hand dreht um 180 Grad, die Handfläche zeigt zum Himmel. Wir führen den ganzen Arm nach außen oben auf Ohrhöhe. Der Winkel bleibt. Die Finger, gefolgt von der Hand, werden zum Körper gezogen und leiten die Zirkelbewegung ein. Die Hand nach außen zirkeln, bis die Handfläche nach vorne zeigt. Nun folgt der Handflächenstoß in Bauchnabelhöhe. Die Hand dreht sich, bis die Handfläche nach oben und die Fingerspitzen nach vorne unten zeigen. Nun folgt wieder die Innenrotation, das Zirkeln. Die leichte Faust wird wieder vom Ellenbogen aus zurückgezogen in die neutrale Position. Wir wiederholen den Ablauf mit dem rechten Arm. Wieder die flache Hand über die Mitte vom Ellenbogen aus nach vorne schieben. Denkt an den Abstand, eine Faustbreit. Hand zur Seite klappen und die Handfläche nach innen. Ellenbogen sinkt nach unten. Handgelenk schiebt nach vorne. Der Jamsau. Ellenbogen nach außen klappen, Handgelenk auf der linken Brustlinie. Nach außen hacken, rechte Hand 180 Grad drehen und Handfläche nach oben. Der siebte Satz trainiert die Techniken Bongsau und Tansau. Aus der Ausgangsposition öffnen wir die linke Hand. Die Handfläche drehen wir nach unten und bringen dabei den Ellenbogen über die Seite nach vorne, bis das Handgelenk vor der Körpermitte steht. Nun das Handgelenk auf der Zentrallinie, also der Körpermitte, nach vorne schieben. Der Oberarm soll einen 90-Grad-Winkel mit dem Körper bilden. Achtet darauf, dass euer Ellenbogengelenk auf Schulterhöhe steht und das Handgelenk auf der Höhe des unteren Brustkorbes. Die Hand ist entspannt und bildet jetzt die Verlängerung des Unterarms. Achtung, jetzt wird nur die Hand gedreht. Kontrolliert euch, es findet ein Wechsel von Elle und Speiche statt. Der Ellbogen bleibt aber auf gleicher Höhe. Der Ellenbogen senkt sich nach unten bis zur Körpermitte. Die Handfläche ist gerade und zeigt zum Himmel. Die Hand bzw. die Finger führen einen Stich zum Hals des möglichen Gegners aus. Die Hand öffnen, so dass die Handinnenfläche zum Himmel zeigt. Anschließend zirkeln und vom Ellenbogen aus zum Körper zurückziehen. Und wechsel zum rechten Arm. Rechte Handfläche nach unten, Ellenbogen über die Seite nach vorne. Handgelenk vor der Körpermitte und auf der Zentrallinie nach vorne schieben. 90 Grad Winkel zwischen Oberarm und Schulter. Das Ellenbogengelenk steht auf Schulterhöhe und das Handgelenk in Höhe unterer Brustkorb. Hand drehen. Wieder auf Wechsel von Elle und Speiche achten. Ellenbogen bleibt auf gleicher Höhe. Ellenbogen senkt zur Körpermitte. Handfläche gerade und nach oben gerichtet. Stich zum Hals des Gegners. Hand öffnen, zirkeln und den Ellenbogen zurückziehen. Der achte Satz beendet die Form. Es ist der letzte Abschnitt, bevor wir von vorn beginnen. Aus der Ausgangsposition wieder die linke Hand öffnen. Die Handfläche nach unten drehen und vor die Mitte bringen. Der Arm wird vom Ellenbogen geschoben. Die Finger zeigen gerade und 45 Grad nach unten. Mit gestreckten Fingern den Stich in Bauchnabelhöhe ausführen. Dabei öffnet ihr zeitgleich die rechte Hand und schiebt sie vom Ellenbogen aus nach vorne zur Körpermitte. Die rechte Hand von oben auf das linke Ellenbogengelenk legen. Nun gleichzeitig beide Handflächen drehen.
Jetzt zieht die linke Hand nach oben und die rechte Hand nach unten. Wenn sich die beiden Handgelenke kreuzen, streift die obere Hand über die untere und die linke Hand legt sich auf das rechte innere Ellenbogengelenk. Nun werden wieder gleichzeitig beide Handflächen gedreht. Jetzt zieht die rechte Hand nach oben und die linke Hand nach unten. Wenn sich die beiden Handgelenke kreuzen, streift die obere Hand über die untere. Die rechte Hand legt sich auf das linke innere Ellenbogengelenk. Nun werden wieder gleichzeitig beide Handflächen gedreht. Jetzt zieht die linke Hand nach oben und die rechte Hand nach unten. Wenn sich die beiden Handgelenke kreuzen, streift die obere Hand über die untere und die linke Hand zieht zur Mitte vor den Solarplexus zurück. Nun führt die linke Hand einen geraden Fauststoß nach vorne aus. Dabei zieht die rechte Hand zurück zur Mitte. Nun schiebt die rechte Hand als Faust über die Zentrallinie nach vorne, kreuzt den linken Arm am vorderen Ende. Etwas verzögert folgt die linke Faust zur Mitte auf die vorherige Position der rechten Faust. Das Ganze nennt man Kettenfauststoß. Diesen wiederholt ihr mindestens dreimal. Die linke Faust bleibt vorne stehen und die rechte schiebt nach vorne, bis beide Handgelenke sich kreuzen. Nun wird eine Zirkelbewegung mit beiden Armen ausgeführt. Beine zusammenführen und Ellenbogen zum Körper.